habe immer den Harald rausgezogen. Er hat Top 8 in der YSS Rimini 2016 erreicht. Er hat ein Pendulum Deck gespielt und er wird uns jetzt mal zeigen, wie das genau aufgebaut ist. Fangen wir nochmal an. Dreimal der Meister. Dreimal der beste Searcher-Karte. Ressource war auch sehr wichtig für die Plays oder auch sehr gut nach dem Borden, wenn du dir die C-Exo und die Gitarre holst, um halt Vela oder Max 10 nachzuziehen. Sehr wichtig. Ja, Staple, dreimal Kirin, nur zwei Bumbukus. Auf der EM habe ich noch drei gespielt und auch beim Testen. Aber manchmal hast du einfach Kirin mit zwei Bumbukus auf der Hand oder so. Und das war ich kein Fan von. Und ich habe mich nicht einmal daran gestört, dass ich nur zwei Bumbukus spiele. War optimal. Ja, der ist neu. Ist halt cool in Late Game mit der Fusion, wenn er liegt, das wissen viele nicht, dann kann er einmal den die Fusion schützen und er ist halt auch mit Sky Iris super. So. Welches Grad hat er? 8, ne? 8, ja. Okay, ja, denn die beiden, ja. Halt, wie gesagt, ich hab kurz überlegt, den zu kicken, aber dann wirklich, weil wegen Born lasse ich halt die beiden drin, um halt das zu ziehen, wenn ich meine Moves mache, um halt irgendwas Gebordetes nachzuziehen. Ja, dann spiele ich meine Search für Face-Off, ja. Und ist halt auch wirklich gut in Mirror Match. Habe ich auch Top 16 gehabt. Den hier liegen. War schwer für ihn dran vorbeizukommen. Und hat mir denn ermöglicht, denn im späteren Spiel auch zu gewinnen. Ja, suchbar halt gegen Iris und ist halt gut, um den Pendeldrache später zu pushen für Game. Einmal den Pendeldrache, beste Karte. Joker, Wähler zum Suchen. Ja, mit Abductor kannst du den ja suchen. Ne? Ja. Nur ein Eccentric. Ich bin kein Fan von der Karte, aber man braucht ihn schon einmal auch gegen BA, um halt später zu outen, halt den, wie heißt der nochmal, den Vanity Sam, Vanity Sphine. Ja, oder Sachen wie Skill Drain, wenn du gegen Kleiber spielst zum Beispiel. Ja, beste Karte. Ja. Schade, dass die Karte rausgeht. Jetzt ist vorbei mit Monkey Board, ja. Und einmal nur das Einhorn. Ja. Kann man dann auch mit Outer Pendulum Dragon ordentlich Schaden drücken. Ja, dann relativ staple, drei Landform, beste Karte, zwei Iris nur. Ja. Und die Karte ist auch unfassbar gut in Mirror Match. Mhm. Weil du bändigst ihn einfach seine Skates, dann ist wirklich krass. Und wenn du sie halt gegen andere Decks hast, tausche ich sie halt aus mit MST, um halt die 1000 Lebenspunkte zu haben. Meine Lieblingskarte. Ja. Hättest du mal einen Angriff geholt, ne? Hätte ich mal einen Angriff geholt, ja. Einmal Uninspected Die. Ich habe in meinem Main Deck nur 39 Karten gehabt und wusste nicht, was ich noch reinnehme. Und habe mich denn für die Karte halt entschieden. Ja, Painful Decision. Face-Off. Das war der Grund auch, warum ich nicht den Topf spiele. Mhm. Weil ich einfach mit Face-Off halt Spiele gewinnen kann. Ja, genau. Und mit dem Topf halt verlierst du halt, wenn du die Karten bannest. Ja, deswegen spielst du auch wahrscheinlich Unaccepted Die und die Painful Decision, wenn du die bannest, dann sind die Karten ja tot im Deck. Und einmal Geheimnis Dorf der Hexe, halt, falls ich doch wirklich gegen Monarchen spielen muss oder so, ist die Karte wirklich gut. Weißt du, wie oft die Game gemacht hat? In der 10. Runde gegen Monarchen. Ja, okay. Da habe ich ihn drei Magier hingelegt, konnte er nichts machen. Ja. So, das war mein Main Deck. Was war denn mit Side oder Extra? Side? Ja, mach Side einfach. Ja. Drei Maxes, zwei Wähler, gegen Monarchen zu wichtig. Zwei MSTs. Zwei Kaijus. Ich spiele lieber ihn, weil ihn kann ich auch halt pendeln. Musste ich sogar einmal machen, dass ich nicht sterbe, weil ich gebrickt habe.
Zweimal Typhoon nur. Ja, ist halt im Mirror-Match gut, wenn ich Second gehe. Ja, klar. Gegen den Sky Iris. Ja. Gegen BA gut. Und gegen Monarchen? Ne? Gegen Monarchen, ja. Dark Hole, Rageki. Wenn ich Second gehe gegen Monarchen, ja, ist wichtig. Und meine Lieblingskarte, was ich festgestellt habe, ist einmal der Ghost Over, der mir Top 16 Game gebracht hat, weil ich ihn hatte und deswegen. Weißt du die Situation noch, warum der Game gebracht hat? Ja, weil er halt Iris hatte und legt halt was in der Scale und muss halt schießen, damit er halt suchen kann. Und ich habe ihn halt so geschossen, dass er dann nichts mehr machen konnte. Perfekt. Machen wir noch extra Deck. Drei Dino. Dino ist da. Ich habe erst zwei gehabt und mich dann wieder doch entschieden, drei zu spielen. Um einfach in Late Game ist er halt wichtig, um auch meine Pendelskates zu schützen. Zwei Abyss Trailer. Ist zu wichtig heute einfach. Natürlich. Ja, wollte ich nicht sagen. Staple. Ja. Der kam für Game heute. Sehr gut. Kastel, der kam nicht einmal. Ich wollte ihn auch schon kicken, aber... Jetzt fliegt er auch raus wahrscheinlich, ne? Finde halt auch nichts, was unbedingt jetzt das Deck noch verbessern würde, aber man muss schauen halt. Er ist in der Theorie gut, kam auch beim Boden, aber das Turnier habe ich ihn nicht gebraucht. Sehr gute Karte. Beste Karte. Für mein Extra-Deck meine Lieblingskarte. Ja, ne? Ja. Top 8 halt, ne? Ohne? Ja. Und halt für die Fusion. Ja, genau. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen? Noch irgendjemanden grüßen? Ja, ich würde gerne meinen Freund Jack grüßen, mit dem ich das Deck gebaut habe. Und einfach nur sagen, es geht.